Hallihallöchen, Jungs und Mädels. Hier ist wieder euer Hosti am Start und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Watch Dogs. Ja, wir sind hier vor der nächsten Mission und in der letzten Mission mussten wir leider unser Apartment in diesem Hotel zwangsräumen. Wir haben es gesprengt gewissermaßen und sind geflohen zusammen mit Clara und haben weiterhin den Kyle Damien zwischen den beiden. Und sind jetzt hier mit einem Fuß im Grab. I just lost everything. My hard drives, my network access. All right, I need to get back online. Where's Clara? Be careful, Aiden. Don't pull her into this. Here. Thanks. Those men, who are they? I don't know. Yeah, they must have picked up on the CTOS search. That's why I wanted to see you. DedSec says that someone else has the system hacked. I took it, and I gave it to you. Well, hold on. I didn't give it to anyone. I wouldn't. We need to trust each other. You know what? I don't have time to soothe you. Clara, if you don't trust me, there's nothing I can do. Someone shot up my motel room. My sister's gone, and I have nothing. You are not my priority right now. No, I know that. Of course. Do you know this place? Somewhere near here. It's supposed to be the first test site for CTOS. It is known as the bunker. At least, that's how the urban legend goes. The bunker? One with access to the entire city? Undetected access. I've done months of research on it. City planning, zoning documents, things they don't want us to see. There's a blank spot on every map. Right over there. Ish. And you've lost your damage deposit on a motel. It's fine. You need to find a way inside that bunker. Undetected access to the whole city. I could use a break right now. So, in diesem Komplex soll wohl alles begonnen haben, was das CTOS angeht. Wir können auf jeden Fall die Brücke hier drehen, aber wie? Schauen wir gerade mal in unseren Profiler rein, denn das geht zum Glück noch. Jetzt ist die Frage. Ah, was? Ah, hier ist eine Kamera irgendwo. Da. Die können wir hacken. Ach ja. Well, somebody's been on that island recently. His name's Tobias Frewer. Tobias was one of the CTOS pioneers until Bloom fired him. The man is vraiment crazy. Or on drugs. Maybe both. He lives right near here. There's a homeless camp. He's homeless? He's got an underground shop hidden in there. DedSec goes there for some of the more rare hardware. You can't forget him. He's paranoid and won't talk. I can be persuasive. I'll let you do the talking. You really want this place to be real, don't you? It is real. So you're buying into the legend. Papa used to take me camping in Mont Tremblant. He'd always say we were looking for treasure. I didn't understand then that he was stealing from the cabins. Gold watches, tools. The look on his face when it was something special. Like one time, I found an old rusted coin with a regal emperor. He said it was an ancient Roman coin. For
priceless. But he let me keep it. Said it was my door to a magic world, the whole Roman Empire. I guess I am my father's daughter. Mm-hmm. Stars in my eyes. Well, I hope this bunker's real too. It's real. A gang shootout erupted at the Owl Motel earlier, resulting in a gas main explosion. No reports on casualties. Police are investigating. There. That's where Tobias runs his shop. Mostly black market junk. Sometimes you can find rare schematics, if you're lucky. He's not there. What now? Someone here knows how to reach him. I'm gonna have a look around. Okay. Zeit wieder mal ein paar Leuten am Geist zu gehen. So, jetzt checken wir mal die Verbindungen hier. Ob es hier einen gibt, der weiß, wo dieser Penner sich aufhält. Wurde viermal geschieden, armer Kerl. Da. Da ist der uns gejailbreakt. So was aber auch. What is it? I'm in the middle of a poker game. There's somebody at your shop. Well, it's closed. Wait, what do they look like? I don't know, man. Punk rock chick and a then it's closed. He's playing poker. I'll get them to deal me in. Poker game, huh? Let's see where you're hiding. There we go. Hold on, what's this? Someone else is tracking the call. It's got to be fixers. Hey, so ein Mist aber auch. I finally got a lock on Frewer. I'm going to pick him up now. Shit. There they are. They'll hunt him down fast. I need to stop them. Okay, wir müssen diesen Typen ausschalten, das ist ein Fixer. You were right, he's paranoid. But I found him. You wanna go alone, don't you? Alright. I'll meet you at the island. Oh je. Ich habe immer so eine alte. So eine Huddle fahre ich hier gerade, die nicht so schnell ist. War ein bisschen verfrüht, ich weiß. Ah, komm schon. I need backup. Ah, Mist. Auf der Autobahn bin ich jetzt schon. Ah, verdammt. Oh, Scheiße. Komm schon! Scheiße, verdammt! Na gut, die Karre ist sowieso gleich hinüber von ihm, die raucht schon. Na komm schon! Ah, der haut wieder ab, der Kerl. Komm schon. Ich hab so eine alte Rostkarre, aber die fährt doch ganz gut. Ah, Mist. Schnell, 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 schnell. Okay, einen habe ich... Ah, komm schon. Ah. Okay, 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 okay. Ich bin noch im Spiel. Die Karre fährt auch noch. Komm schon, voll rammen, voll rammen. Mist, der hat einen echt robusten Lieferwagen. Okay, das Ding haben wir. Ah,
Ah, verdammt! Nein, 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 nein! Ah, ich hätte aussteigen sollen. Ich hätte einfach aussteigen sollen. Ah. Okay. Ja, 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 ja. Kann ich das abbrechen? Ah, kann ich nicht. Ah! Ja, ich weiß Bescheid. Da ist ein Motorrad, das nehme ich doch lieber. So, brumm, brumm. Denn jetzt kann ich mich hier einfach die Treppen rauffahren. Ich glaube, der da ist besser. Oh, Mensch, wieso müssen die mir immer ins Visier springen? Ach nein, das hat er mich gerade gesehen. Mist, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen mehr Stealth machen. Okay. Wah, 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 wah. Alter. Okay, ich hab dich. Ich hab dich, mein Freund. So. Alles klar. Das war's. Das sieht doch schon viel besser aus. Okay. Mir gefällt das Moped doch etwas mehr als die normalen Autos, denn die sind wesentlich wendiger. So, wir müssen auf die nächste Insel. Wie hieß das denn? Clara's Island? Ach, Parker Square, okay. Jawoll, volle Pulle hier. Ich merke, wenn ich zu schnell fahre, dann fängt es an zu ruckeln. Das ist natürlich schade. Ne? Und sowas geht beim Auto natürlich keineswegs. Ja, aus dem Weg. Da, och nein, mach Sachen. Das kann doch nur mir passieren, Mann. Kann ich ja nicht durch. So, einfach durch. Passt schon. Okay, wir sind fast da. Noch 200 Meter. So, mal gucken, wie er da gucken wird, der Gute. Ja, okay. Wir haben Fachmann nicht geparkt. Eieiei. Oh, cool. Einen Amargosa Turbo haben wir freigeschaltet. Vielen Dank, Roger Jordan. Und hier ist das Pokerspiel, ja? Da ist noch jemand. Illegal Poker out here. Who'd suspect? Ah. Ah. Geht noch, oder? Ja. Nice coat. You feeling okay, buddy? Drugs, I tell you. Okay. Gucken wir mal ran an diese Party hier. So, wer wird's wohl sein? Da ist eine Kamera. Die spielen Poker. Ach, ich kann mich dazusetzen. Okay, Tobias Frewer, da ist der Kerl. Und das sind zwei Mitglieder von DedSec. Gut, Zeit zu spielen. So, wir können hier ein bisschen Low-Stakes-Poker spielen. Ja, das machen wir doch gerade mal. Ich kann ja ziemlich gut bluffen. Also, das ist zum Beispiel meine gut zu spielen, aber das ist ein guter Bluff. So, ich gebe, oder was? So, ja, ich spiele ein Buy-in mit. Bestätigen. Passt. Auf geht's.
So, mal gucken. Das ist ein $3 im Pot, okay. Ach, es gibt sogar Beispiele. Ist ja süß. So spielt man Poker. Okay. Was habe ich denn? Ich habe eine 205. Ja, komm, fold. Who are you? I don't know you. I don't know him. Relax. Are you Tobias? None of your business. I'll take that as a yes. No, take it as none of your business. That's a nice attitude. Is that why Bloom fired you? Oh. Scheiße. Tobias, stop! Ich soll den Fang aber nicht töten, okay? Na gut, das ist ja nur ein alter Knacker. Wow, der schießt ja sogar. Ach komm, mach Sachen. Der ist schnell, der Kerl. Ah, komm schon. Ah, out. Ich soll es doch nur fangen. Wie soll ich denn den Typen fangen, aber nicht töten? Ins Bein schießen vielleicht, ha? Meint ihr, das funktioniert? Ach, komm schon. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt hängt schon eine Mülltonne hier fest. Was war das? Der macht hier irgendwelche Späßchen mit Sprengstoff oder was? Der ist so schnell. Das gibt's doch nicht. Aus dem Weg. Boah, ist der schnell, der Kerl. Wow, wow, wow. Ah, komm schon. So. Ruhe im Karton. Alright. I just need one thing. And then I can let you go. No. No way. They'll find out. I'm not one of them. Why should I trust you? Because I could shoot you and take it. Oh, that ain't an answer, man. Alright. I don't work with whoever you think. No one needs to know about this conversation. No power to the bunker. They cut it. There's no power, do you get it? Might as well call that place a tomb. All right. I can deal with that. That's all it ever was when you think about it. A tomb. Anyone that ever touched that fucking place. We all have one foot in the grave, but I'm okay. I'm safe here. Mostly. Sure. Tobias. May I have the bridge remote? Please? I built it, you know. The remote. Yeah. That's what I do, I build. That's great. Let me have it. Yeah. Fine. Sure. Yeah, you take it. Great. Yeah, it's your funeral. Yeah, it's heavy, huh? Trust me, man. It only gets heavier. Hey, listen. If you need anything, I mean whatever. You come see me.
I build stuff. You do. Nice. Tobias Shop. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Jamcoms, Blackout und CDOS-Scans verkauft. Okay. Akt 2. Mission beendet. Ja, mit einem Fuß im Grab hieß das Ding. Gut. Mann, was für ein Sprint. Like Tobias. I'm being chased by the same people. Hell, I guess I'm homeless now too. He was high on medication or something. That guy has got to be careful. He's got fixers after him. If they find him, who knows what they'll do. Oh, Telefon? Hey, by the way, Maurice volunteered a location. He seems convinced you'll find something there. He says if you want answers, you'll have to follow his trail. Whatever the hell that means. Might lead to something though, right? It will. This is good. He wants me to understand why he did it. You need to reward him with something, okay? What, like a cookie? I don't know. Get creative. Dieser Jordi, der Typ ist wirklich der Oberknaller. Okay, wir haben die Adresse bekommen. Wir sollten nicht die Waffe auspacken, sondern wir sollten uns mal ein schönes Autochen oder sowas holen. Nein. So, was nehmen wir denn hier? Schön Müllwagen, ne? So, wo war denn dieser eine Wagen, den wir freigespielt haben? Wie hieß denn der nochmal? Hier, Amargosa Turbo. Kostet aber 4.000. Ja komm, wir haben ja 11.000. Zack. Und bestellen. Okay, it's ready for you. Hey, how's that for fast? Das war sehr schnell, ja. So, aber trotzdem noch viel zu weit weg eigentlich. Wieso steht er da hinten? Ja, dieser Typ, der war dann doch am Ende ganz nett, der Tobias, oder Tobias. Fand ich aber lustig, dass er erst uns fast umgeschossen hätte und dann, naja. Oh, hier ist jemand. Ah, komm schon. So. Ich habe nur 10 Mal auf ihn geschossen, aber... Naja. Ich bin doch nicht so der, der das subtil erledigt. So. Da ist unser Amargosa Turbo. Mal gucken, wie der sich fährt. Ist auf jeden Fall cool. Also erstmal sieht er spritzig aus, der Wagen. Hat auch einen coolen Sound. Oh, Nachrichten. Was ist das hier? Ein T-Shirt-Symbol. Wow. Ja. Der Wagen hat Power, das ist schon mal richtig. Was ist denn das hier? Tector Patch Clothing. Kann man da rein? Ach, mach Sachen. Ah, noch eine singende Forelle. Hier kann man Sachen einkaufen, ist ja witzig. Guten Tag. Need something? Ach so, es gibt auch mehrere Kostüme. Wo ist denn der? Oh.
Ich wollte eigentlich nicht stehlen. Gut, aber jetzt, wenn ich eh schon dabei bin, dann hau ich mal ab. Ja. Wie geil. Ich habe gerade mal den Laden ausgeraubt, ohne es wirklich gemerkt zu haben, weil ich mich verdrückt habe eigentlich. So, wir müssen darüber, das heißt über die Brücke. Geht mal ein bisschen mehr Gas hier mit dem schicken Flitzer hier. Aber das ist das Problem, ne? Wenn man so schnell ist, dann muss man auch viel bremsen und bricht dann aus, weil das ist, glaube ich, ein Frontantrieb. Aber schnell ist er auf jeden Fall. So, wir fahren wieder Richtung Loop. Und da irgendwo muss die Adresse sein. So. Oh Mist, ich sehe gerade. Unsere Zeit ist wieder sowas von am Ausbrechen. Aber das macht ja nichts. Wir können einfach hier oben wieder parken. Oder kann man nicht einfach da runterfahren irgendwie? Da hinten, hä? Nee. Ich parke es da wieder, wo ich das letzte Mal auch stand. Das macht die Sache einfacher. Ja, hier so. Passt. Da kannst du hupen, so viel du willst. Fahr weiter. Ich darf das. Ich bin Geheimagent. So, und runter da. Zack. Und rüber da. So. Das ist jetzt der Weg zur nächsten Mission hier. Ein fast leeres Plätzchen. Aber ich werde hier ein Päuschen anlegen, denn die Zeit ist wieder maßlos überzogen. Sehe ich gerade mit 27 Minuten. Ich bin raus für heute und wünsche euch einen schönen Tag. Und was es mit diesem Platz auf sich hat, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wenn es wieder heißt Let's Play Watch Dogs. Bis dahin.